So, hallo zusammen. Ja, nachdem ich ja die letzten 2 Tage gerade mal in einem Bundesland herumgegurkt bin, bin ich heute mal gleich durch 3 Bundesstaaten gefahren, nämlich Deutschland, Österreich und jetzt gerade in der Schweiz. Ja, insofern war das auf jeden Fall schon mal ländertechnisch äußerst spektakulär. Bin heute Morgen aufgewacht, in Kempten eben und habe rausgeschaut und eine einzige graue Wolkensuppe hing über ganz Kempten. Ja, und da habe ich mir gedacht, das kann ja schön werden. Ich habe ja eben meine Überschuhe, die ich mir mitgenommen habe, sind mir leider ein bisschen zu klein. Deswegen bin ich noch in ein Radlgeschäft gefahren. Ja, und die waren total begeistert, was ich da so vorhab und so, und haben mir direkt mal gleich 40% Rabatt gegeben auf die Überschuhe, die ich bei denen gekauft habe. Das war dann eben sehr nett. Wow, und dann bin ich eben losgefahren, und wieder auf einem eher schlechteren Weg und mit Regen und allem drum und dran. Also insgesamt muss ich echt sagen, das Allgäu ist radelwegtechnisch echt sehr schlecht ausgeschildert. Man findet zwar so ein bisschen Wege auch auf Google Maps, dann teilweise auch wieder sehr schöne, und auch von den Schildern kommt man dann immer mal wieder auf ganz gute Wege, aber dann auch wieder viele, viele Passagen auch wirklich überhaupt nicht. Und ja, es war dann eben so, ich bin aus Kempten losgefahren, habe mir noch kein Essen mitgebracht, also beziehungsweise die, bei denen ich übernachtet hatte, die hatten jetzt auch nicht direkt was da, und dann habe ich gesagt, alles gut, ich hole mir irgendwie was unterwegs. Und dann habe ich eben relativ lange in dem Radelladen da verbracht. Und da habe ich gedacht, jetzt fahre ich erstmal los und hole mir einfach dann irgendwie unterwegs was, wenn es soweit ist. Ja, dachte ich. Also gefühlsmäßig ist so etwas wie ein Supermarkt im Allgäu noch nicht erfunden worden. Also ich bin bestimmt durch 10 oder 15 Orte gekommen, ohne irgendwie eine Aussicht auf Essen. Also weder Supermarkt noch Bäckerei noch sonst irgendwas. Ja, das war dann auch ein bisschen blöd, weil ich dann eben einen leichten Unterzucker hatte. Und dann kam es eben auch noch dazu, dass es wirklich wie aus Kübeln gegossen hat. Und es war echt auch wirklich, wirklich kalt. Also ich habe echt gefroren, auf einmal in den Händen. Und da habe ich auch dann mal zwischenzeitlich so einen Regenschauer abgesessen oder abgewartet in irgendeinem Unterstand. Aber hatte eben auch blöderweise nichts zu essen. Also das war irgendwie schon ein leichter Tiefpunkt der Tagesetappe von heute. Ja, aber danach wurde es dann besser, Sonne ist dann rausgekommen, ich bin dann auch endlich mal durch einen Ort gekommen, wo es irgendwie einen Supermarkt gab, und habe mir dann gleich mal da richtig dekadent eine Käsesemmel mit Frischkäse und Gouda draufgepackt, also die volle Ladung. Und ja, danach war ich dann auch erstmal wieder glücklich. Das ist irgendwie insgesamt ein kleines Problem, was ich festgestellt habe auf der ganzen Tour. Wenn ich mit vollem Magen losstarte, ich habe irgendwie echt eine mordsmäßige Kalorienverbrennung, kann ich 2 Stunden auf dem Radl sitzen, also Fahrrad fahren. 2 Stunden, das sind ungefähr, ja, gute 30 Kilometer, so 35 Kilometer. Und dann beginnt schon wieder langsam der Hunger. Also da muss ich irgendwie, ja, schauen, dass ich auf jeden Fall immer genügend Proviant dabei habe und ja, da versorgt bin. Und dann bin ich eben an den Bodensee gekommen und da auch eine längere Passage gefahren und dann eben nach Österreich und dann letztendlich über die Schweiz, wobei da die Grenzen auch gar nicht so richtig erkennbar waren. Also ich habe dann auf einmal gemerkt, ah, jetzt bin ich in Österreich, und dann auf einmal, ah, jetzt bin ich in der Schweiz. Und ja, in der Schweiz ist so ein bisschen das Problem für die, die mich kennen, die wissen das wahrscheinlich schon. Ich habe ja so eine leichte Schwäche für Schweizer Dialekt. Und es ist einfach wirklich so, wenn jemand mit mir auf Schweizerdeutsch quasi redet, dann muss ich einfach anfangen zu lachen. Und das ist natürlich dann oft für den Gegenüber von mir sehr irritierend, wenn der mit jemandem redet, was ganz normal ist, und der Gegenüber schaut ihn mit so einem breiten Grinsen an, während ihm gerade eine Lachträne aus dem Auge kullert. Ja,
Aber ich bin mir gerade da sicher, dass ich mich daran gewöhnen werde. Und ja, was sonst noch passiert? Ah ja, genau, dann noch ganz witzig, in Österreich noch, kurz vor Lindau, hat mich ein flotter Rennradfahrer eingeholt und hat mich eben gefragt, wo ich hin will. Habe ich gesagt, ja, eben bis nach Los Angeles. Und da von dem Punkt war irgendwie vollauf begeistert und hat tausende Fragen gestellt und fand es irgendwie total super. Und alles schön und gut, nur das Problem war, irgendwie scheint er vergessen zu haben, dass er auf einem höchstens 8 Kilo Carbon-Rennrad saß und ich auf einem 13 Kilo schweren Mountainbike mit 25 Gepäck, Kilo, 25 Kilo Gepäck hinten dran, weil er echt sein Tempo und kein bisschen irgendwie runtergeschraubt hat. Und er hat ganz viele Fragen gestellt und ich wollte ihm alle gern beantworten, aber gleichzeitig hatte ich echt Mühe, mit ihm das Tempo zu halten. Ja, ihm zu sagen, dass er langsamer fahren soll, ging aber auch nicht, weil da hat mir irgendwie mein eigenes Ego und mein Stolz einen Strich durch die Rechnung gemacht. Von daher musste ich da durch, aber als wir uns dann getrennt haben, habe ich direkt mal eine kurze Pause gemacht und mal wieder was gegessen. Ja, und dann bin ich irgendwann eben in die Schweiz gekommen und ich hatte eben zwei Möglichkeiten in der Schweiz wegen Übernachten. Einmal einer von diesem Peter, bei dem ich eben in Kempten übernachtet hatte, der hat gesagt, er hat einen Freund in der Schweiz und den fragt er mal. Und der hatte mir angeboten, allerdings war es irgendwie bei dem ein bisschen drunter und drüber, weil die irgendwie zurzeit umziehen. Und dann hatte ich eben noch die andere Möglichkeit, auch über Couchsurfing, einem Philipp, der eben direkt in St. Gallen wohnt. Und dann habe ich eben gesagt, der Einfachheit halber, bin ich heute bei dem. Und ja, dann bin ich nochmal auf der Schweizer Seite sozusagen am Bodensee gewesen und habe mir nochmal die Route angeschaut und habe gedacht, ah ja, wunderbar, noch 10 Kilometer, bin ja jetzt eh gleich da. Dachte ich. Ich habe nicht auf der Karte gesehen, dass diese 10 Kilometer wirklich ausnahmslos bergauf gingen. Also es waren wirklich dann ab dem Bodensee 10 Kilometer schnurstracks die ganze Zeit nur bergauf, weil St. Gallen eben, weiß ich jetzt mittlerweile, wusste ich davor allerdings nicht, auf einem, ja, einfach auf einem Hügel liegt, auf einem Berg, den ich erstmal eben hochstrampeln musste. Und als ich angekommen bin, hat mich auch Philipp verwundert angeschaut und gesagt, also er wäre hier niemals hochgefahren, er hätte irgendwo anders gepennt. Aber naja, ich habe es durchgezogen, aber jetzt sind die Beine auch einigermaßen schwer. Und genau. Ja, ich muss jetzt insgesamt mal kurz schauen, wie ich das dann mache mit der Internetsituation. Ich habe jetzt eben leider hier auch kein WLAN, weshalb ihr das Video dann erst morgen sehen werdet. Aber ja, ich bin recht gut fertig. Ich glaube, ich werde jetzt gut schlafen. Und morgen muss ich dann schon recht früh wieder raus, weil Philipp recht früh raus muss. Und ja, dann werde ich, denke ich, erstmal in einem Internetcafé schauen, wie ich das jetzt alles mache. Und dann werde ich eben morgen den Cousin von meinem Papa in der Nähe von Zürich am Steiner Berg treffen. Ja, zu Philipp kann man noch vielleicht kurz sagen, bei dem ich eben heute übernachte. Ein wahnsinnig netter Schweizer, 31 Jahre alt, arbeitet für die Firma Wörth, irgendwie Finanzzeugs, irgendwas, wohnt eben in der WG. Und aber total nett alles und es war echt wahnsinnig spannend, sich mit dem zu unterhalten. Ja, wir haben uns viel über dieses Schweizer politische System unterhalten, mit der teilweise direkten Demokratie und überhaupt dieses ganze politische System und wie er das vor allem findet und haben halt über solche Fragen geredet. Findet er es gut, dass die Schweiz nicht in der EU ist und findet er dieses ganze System auch deutlich besser mit der direkten Demokratie, also findet er das demokratischer und so. Also es war sehr, sehr spannend, sich da zu unterhalten. Und ja, insofern ein durch und durch eigentlich doch sehr schöner Tag und auch mit einem schönen Abschluss. Ja, und dann geht's morgen eben bis zum Steiner Berg und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.